Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Ja, es ist eine Menge passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was für Level ich bei der letzten Aufnahme war. Aber ich habe ja eine Menge erledigt. Ich habe, also ich glaube, fast alles erledigt, was man erledigen kann. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sind da noch ein paar Sachen. Aber ich habe alles so gut wie erledigt, was ich hier im Moment machen kann. Einige Missionen konnte ich noch nicht mit 3 Sternen und all so was machen, weil das halt zu schwierig war und so. Und ja, keine Ahnung, ich schaue ich mal hier so ein bisschen rum. Ich habe einige Charaktere auf Level 40 gemacht und bin jetzt hier dabei, Charaktere auf Level 35 zu bringen. Weil ich habe einige Fähigkeiten auf Level 7 gemacht mit allen Charakteren. Das hat Maximum im Moment. Okay, anscheinend nur Corin. Und ja, keine Ahnung, ich bin sehr viel stärker als beim letzten Mal jetzt, ne? Ich bin Level 36, glaube ich, ne? 36, ja. Und habe die Waffen hier hochgelevelt, ich habe noch genügend Sachen zum Grinden, also da ist jetzt im Moment kein Problem, ne? Aber ja, Geld habe ich eigentlich auch genug hin und wieder. Also im Moment ist alles noch super chillig im Sachen Grinden, ne? Was gut ist. So, aber ich will ein bisschen in der Story weitermachen und gucken wir mal, wie es hier so weitergeht, ne? Weil mir gehen die Parts aus. Ich bin zum ersten Mal jetzt relativ aufgeholt hier mit den Parts. Normalerweise war ich jetzt immer so 5-6 Parts schon im Voraus. Keine Ahnung. Als zum Beispiel letztes Mal bei, weiß ich nicht, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, war noch nicht mal der 8. Part irgendwie hochgeladen. Und jetzt sind wir bei Part 14. Also es ist nur ein Part, der übrig ist. Von daher, dieses Mal bin ich hier ausnahmsweise mal aufgeholt. So, ich weiß nicht, was wir hier genau machen müssen. Ich meine, wir müssen hier weiterhin eine Story ein bisschen machen. Begibt zum Parkplatz, um Bell zu finden. Ich glaube, die Beschreibung der Mission war auch einfach nur, keine Ahnung, Bell ist irgendwo da am Telefon. Guck mal, was die da macht, ne? Ja. Jemand zu telefonieren, sieh mal nach. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert, ob wir da jetzt irgendwie weiterkommen irgendwo, aber wir starten ja gerade den Part, von daher ist das nicht so schlimm. Einige Sachen wollte ich nur sagen, aber natürlich am Ende sagen, ne? Wir werden ja hoffentlich noch Zeit haben. So, gucken wir mal. Bell telefoniert auf dem Parkplatz mit jemandem. Dafür sind immer noch nicht so einen guten Punkt irgendwie, wo wir eigentlich hier aufhören sollten. Erstmal. Ich glaube, wir müssen noch einige Sachen, einen bestimmten Punkt hier erreichen für ein Event oder so. Das kann ich immer noch nicht machen. でも、その2つはあんま仲良しってわけでもないのよ。あんたたちが会った治安官ってのはちゃんとその辺割り切れるタイプみたいね。できる人間だわ。ほらよ、もうこんな時間じゃない。この後はビジネスのお時間なの。おしゃべりはこの辺にしとかなきゃ。とにかくレインを探す件についてはいい知らせを待っててちょうだい。ありがとう、ニコ。 Irgendwie treffen sollten, ne? Hast du gerade mit Nicole telefoniert? Ja, wir haben es wortwörtlich gerade gesehen. ヒロバで起きたことが私たちに関係あるんじゃないかってニコの方から聞いてきたんだ。あの日の経緯を話したついでにレインを探すのも頼んじゃった。そうそう、もう一つ伝えることがあるの。 Genau, wir haben jetzt bei gegen Boss gekämpft, ne? Oder? Aber im letzten Part, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich halt immer vorlese. Er sagt das ja sowieso immer danach. Ich bin ja immer noch der Meinung, dieses eine Monster, das wir erledigt haben, ist Koledas Vater, ne? Und die haben irgendwie darauf hingedeutet, dass ein Mensch war vorher, ne? Oh Gott, sag mir jetzt nicht wieder, ich soll wieder den Tag hier totschlagen. Wo willst du da hingehen? Okay, das heißt, sie sind beide über 18, nehme ich mal an, ne? Wenn die Führerscheine haben. Ja, da wären Teenager, die beiden.
Entschuldigung. Ist ein neuer Ort? Ich glaube, das ist ein neuer Ort, ne? Okay, cool. Meist, lass uns die Tage gemeinsam zur Sicherheitsbehörde auf den Lumina-Platz gehen. Wie wäre es mit heute? Ja. Hallo? Okay, lass uns einpacken und dann losgehen. Ja, lass doch gehen. Boah. Ah, neuer Ort. Da fehlen eigentlich nur noch zwei Sachen. Eine Sache. Ja. Gut. Dann zeigt mal. Hört man das? Ja, ne. Mein Controller macht die ganze Zeit Geräusche, wenn ich das Spiel spiele. So. Haben wir ja neue Sachen zu tun und so. Bestimmt, ne? Ich meine, der nächste Charakter ist irgendwie eine Polizistin oder so, ne? Der nächste Event-Charakter hier nach dem Hai-Mädchen. Aber dazu mehr später. Wow. Wow. Wer ist sie? Wow. Wer ist sie? Wow. Ich verstehe diese Funktion nicht. Was kann man damit machen? Kurz darauf außerhalb des Parkplatzes am Lumina-Platz. Ich muss dir eine schlichte Nachricht mitteilen. Der Parkplatz ist komplett voll. Es gibt keine freien Plätze mehr. Was? Wie kann das passieren? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es ist ja erst Nachmittag. Zusammenfassend müssen wir jetzt nach einer anderen Möglichkeit suchen. Ich werde mal herumfragen. Okay, dann warte ich auf deine Nachricht, weiß. Okay. Neuer Ort, dann gibt es hier bestimmt wieder Kisten und der gruselige Katzentyp ist auch hier, ne? Der ist, ich finde den voll gruselig. Die Tatsache, dass er sich so realistisch bewegt, ist irgendwie ein bisschen uncanny. Oh, das ist so ein Aussatz oder Ladestation für die Bangbos. Du, was bist du? Yeah. Ich nehme an, da sind aber noch keine Sachen hier freigeschaltet, ne? Zum Interagieren. Da ist eine Truhe. Ich bin, glaube ich, kurz vor Level 37, ne? Ja, perfekt. Family, Kassettenöl. Wow. So, gehen wir mal ein paar Belohnungen. Ich sehe gerade 37 von 60. Das heißt, Level 60 ist am Maximum. Mal gucken, wie lange das dauert, das zu erreichen. In Honkai Star Rail hat das nur ein paar Monate gedauert. Das Lumina-Revier der Sicherheitsbehörde ist für euch da. Liebe Bürger, das Parken auf dieser Straße ist strengstens verboten und Verstöße werden den Strafzeilen Zetteln bekommen. Verstöße werden den Strafzeilen bekommen. Okay. Guten Tag und bitte halte ich an die Verkehrsregeln und benutze. Oh Gott. Hallo, ich brauche Hilfe. Wir laden alle Bürger ein. Alles klar. 9-1. Rufst du mich gerade? Was kann ich für dich tun? Können wir irgendwo in der Nähe parken? Suchst du einen Parkplatz in der Nähe? Alles klar. Das System für deine Abfrage durch. Am Viertel der Lumina-Platz gibt es derzeit null freie Parkplätze. Der nächstgelegene Parkplatz befindet sich in 2,1 Kilometer entfernt. Dankeschön, alles klar. Ja, warte mal, wenn wir keinen Parkplatz haben, wie sind wir hier gelandet? Ja. Oh, hey. Chop Junior. Okay. Metro Station. So. Oh, guck mal, da ist einer solcher von diesen Treppen. Cool. Ich mag diese Treppen. Ich finde die voll cool. Naps. Nap. So, wer bist du? Du siehst wichtig aus. Willkommen im Richard Teemilch. Bei der Richard Teemilch. Die sieht irgendwie voll wichtig aus. Aber irgendwie sind alle NPCs in diesem Spiel voll wichtig aus, ne? Von daher kann ich das nicht irgendwie so feststellen. So, Truhe. Aber das ist hier noch, da ist auch eine Truhe. Nice, meins. Gerade Erfahrung von der Sunset Plaza Kassetten, oder? Oh, ich krieg einfach neue Kassetten, hallo? Jetzt konnte ich neue Voraussetzungen alle erfüllen. Von den, ich wollte Zigaretten sagen, Kassetten. Weil die haben ja immer so Voraussetzungen, so Retro, Familie, Urban und so, ne? Jetzt konnte ich halt nur alles erfüllen.
So, Specht Elektro Disappearing Elevator. Okay. Wir haben einfach neue Kassetten. Geil. So. Jetzt auch zur Metro Station. Wo ist denn ja, womit ich reden muss? Ich tue mich eigentlich hier nur so hier. Ah, wir dürfen nicht fahren. Ich tue mich hier die ganze Zeit nur so umschauen hier. Keine Ahnung, aber Honkai Star Rail hat nicht lange gedauert, bis man Maximum Level erreicht hat, was gut war. Da tut man sehr viel schneller Geld verdienen. Oh, hier sind wir. Guck mal hier. Hier kommt es rein. Ah, das heißt, wenn ich jedes Mal da rausgehe, nach so einer kleinen Grinding-Session, dann komme ich hier raus. Cool. Ja, bei Genshin, da bin ich schon ein Jahr lang dran. Ich bin immer noch hier voll weit entfernt. Okay, so weit auch nicht mehr. Ich bin jetzt Level 59. Aber das dauert hier, da hat ein ganzes Jahr gedauert, bis irgendwie mal da angekommen ist. Okay, so alle hat nur ein paar Monate da, also dann kriege ich die ganze Zeit Geld. Im Spiel bin ich im Geld am Schwimmen. In Genshin habe ich dauernd Geldprobleme. Ich bin so froh, wenn ich da mal endlich Level 60 erreiche und ich anstatt Abenteuererfahrungspunkte ich endlich mal hier Geld bekomme. Naja, anstatt Abenteuererfahrungspunkte, weil auf Level 60 wer genauso läuft wie in Honkai Star Rail und ich bin mir ziemlich sicher, dass das so läuft. Ich weiß, da war jemand. Dann bekommst du anstatt Abenteuererfahrungspunkte Geld, also Mora in dem Spiel. Und ich habe dauernd Geldprobleme in Genshin Impact, von daher wäre das super gut. So. Berühmter Filmkritiker. Ich glaube, weil ich gerade ein paar Gesichter gefunden habe, ne? Bei Honkai Star Rail habe ich schon lange keine Geldprobleme gehabt. Ich habe immer mehr als genug Geld. Und ich bin die ganze Zeit irgendwie am Leveln und Grinden und was weiß ich nicht alles. Von daher bin ich froh, wenn er endlich mal in Genshin ja, der Fall sein wird. Boah, Entschuldigung. Ich habe mein Mikro bekommen. Ah, ich habe wieder einen erwischt, der da in der Gasse verboten geparkt hat. Ist ein Verbrechen ohne Zeugen nicht mehr ein Verbrechen? Außerdem entgeht meinen Augen nichts. Ich bin der Sternlichtritter. Boah, Entschuldigung. Jeder Strafzettel dient dem Schutz des öffentlichen Interesses. Das ist meine Mission. Nimm das. Ich habe überlegt, ob ich mein Auto hier parken soll. Aber anscheinend wird mein Sicherheitsoffizier schon bald einen Strafzettel auferlegen, wenn ich das tue. Lieber gehe ich dieses Risiko nicht ein. Okay. Wow, wir haben mit zwei Leuten. Ey, warte mal. Bist du hier so eine Mülltonne? Okay. Ich dachte, du bist diese eine Mülltonne, in der ich irgendwie sieht aus wie irgendwie diese Pflanzenarena-Leiterin aus Pokémon. Was war es? Sonne und Mond. Genau die gleichen Kleidung. So, was wollte ich gerade sagen? Schon wieder direkt vergessen. Wir haben nur mit zwei Leuten geredet, ne? Gut. Ich nehme an, Weiß ist ein bisschen antisocial, ne? Weißt du, bist wieder da. Wie läuft's? Kein Parkplatz in der Nähe. Ist das so? Ich habe gerade auf mein Handy nachgeschaut und es zeigt dasselbe. 2 Kilometer. Naja, dann müssen wir wohl da hinfahren. Gut, auf geht's. Wo waren wir denn dann gerade? Wo war denn unser Auto gerade, als wir da waren? Hab noch etwas, halt noch etwas durch, Bell. Das will ich von dem Hacker nicht hören. Der macht bestimmt keinen Sport. Der hat Augenringe. Das war doch erst. Das war doch nicht so lange her. So lange war er doch nicht her, Mann. Wir wohnen wortwörtlich neben einem Nudelladen. Ich habe ihn schon lange nicht mehr benutzt, übrigens. Tut irgendwie. Während den Kämpfen irgendwie eine Gewehrtür, da brauche ich irgendwie gar nicht. Das sind 3000 Geld. Brauche ich nicht. So. Na gut. Ich liebe mich. So, Cutscene. Ding, どうした?
Wow. Isakai. Genau das passiert, wenn man die ganze Zeit auf sein Handy nur guckt. Ich habe wortwörtlich heute beinahe jemanden von dem Bus überfahren gesehen. Nee, die Person hat nicht auf dem Handy geguckt. Die hat einfach nur nicht nach links und rechts geguckt. Der Bus ist einfach irgendwie... Sonderauftrag. Die hat einfach nur nicht nach links und rechts geguckt. Von links kam einfach der Bus und die ist einfach gelaufen. Hat nicht mal reingeguckt. Es dauert Leute, die einfach nur auf ihren Hände gucken und nicht nach links und rechts gucken oder gar nichts machen. Wir beide haben jemanden reingerannt. Genau das ist das, was passiert. Ich glaube, sie ist der nächste Event-Charakter. Da hat man schon irgendwie so News gesehen. Wir haben also ungefähr einen Tag vor der nächsten, vor die nächste Gacha aktualisiert wird. Wie geht's dem Fahrer? Ja, was andere Mädchen mit den grünen Haaren? Da, die genau die. Sie ist cool. Ich hätte lieber sie. Die haben wieder sehr harte chinesische Namen. Xingyi. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Warum? Flugbegleiter von der Sicherheit. Sicherheitsoffizier Zhou Yan. Es scheint eine Umfrage bei bevorstehenden Veranstaltungen in der Sicherheitsbehörde zu sein. Kommt die Person nicht bekannt vor? Ja, irgendwie schon, ne? Ja, bestand. Oder so im Sinne von... Weiß kennt ihn. Ist halt auch Boa Hancock? Ja, würde irgendwie passen, weil hier in Honkai Star Rail kam auch gerade ein Charakter mit Boa Hancocks Stimme, ne? Vielleicht ist die gerade so im Umlauf bei MiHoYo, ich weiß es nicht. Wir kommen in der Nachbarschaft. Ich denke mal, so läuft das immer, ne? Okay, ich will die Linke als Charakter haben. Später kehren Suyan und Jinji zum Gebäude Sicherheitsbehörde zurück. Und ich weiß, sie wird ein spielbarer Charakter sein, weil die Rechte ist ein spielbarer Charakter irgendwann. Und sie gehört wahrscheinlich dann zu dieser Polizeifraktion und sie gehört dann auch zur Polizei. So kann man sich das irgendwie so ableiten, wer alles spielbar ist, ne? Weil kein Charakter, nehme ich an, wird irgendwie separat irgendwie hier hergestellt, ne? Die werden immer in Fraktionen her rausgebracht, ne? Darüber wollte ich auch reden. Ich habe nicht zugehört. Ne, du hast ja die Cunninghams, du hast diese Victoria Mites hier, wo Corin und Rina dazugehören.
Also er wird irgendwie, glaube ich, kein Charakter irgendwie separat erstellt. Die werden alle immer so in Verbindung mit anderen Charakteren, mit einer Fraktion irgendwie zusammengestellt, habe ich so ein Gefühl. Was irgendwie cool ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mag Fraktionen. Ich war schon immer so ein Fan von Fraktionen und so. So je mehr, desto besser. Heute ist so viel passiert, dass ich das Essen jetzt nicht mehr genießen kann. Weiß, reden wir mal einander mal über Essen und gehen jetzt ab nach Hause. Okay. Hoch, was macht denn unser Auto hier? So. Die Schattierungen da hinten von den Charakteren, seht ihr, da ist mir auch vorher aufgefallen, wenn die Charaktere zu weit entfernt sind, dann sind das nur so Schatten. Sieht doch komisch aus. Oh, so, ja, hat jemand beauftragt, das Auto hierher zu bringen, während du gerade einen Führerschein abgeholt hast. Dem sei Dank, du hast sehr geholfen. Erstmal genau hinsehen, stelle ich fest, dass es in der Nähe der Sicherheitsbehörde tatsächlich sehr viel mehr Dekoration zum Thema Aufklärungsmord der Sicherheitsstreife gibt. Allerdings ist es im Vergleich zur Verkostungsaktion im Kremlerladen nicht ganz zu verlockend. Fahrzeug zur Videothek. Oh, ich kann nur zu, okay. Okay. Dann bin ich gerade gefangen, das heißt, ich muss weiterspielen. Bitte lass mich nicht zu weit spielen, so viel wollte ich heute auch wieder nicht aufnehmen, ne? Berühmte letzte Worte. Das ist irgendwie voll komisch, ne? Unser Hase kann irgendwie in diese Dings reingehen, in diese Höhlen, aber nebenbei haben wir so super powerful Leute, die halt irgendwie selber machen können, ne? Ja, die ganzen Leute vom Bällebock, die können einfach in die Höhlen reingehen, als wäre halt nichts. Vor einigen Tagen tief in der Höhle im Pionier-Gedenkplatz. Okay. Kann mich gar nicht daran erinnern, die da gesehen zu haben. あなたたちは誤って炎の深部へ迷い込んだ。そしてここで正体不明の怪物に襲われた。故障したボンプというのはこれですね。ああ、でも部品の新色だけかもしれないし、まずは点検だな。詳しい報告書は後で。 我の錯覚であろうか。こやつ妙に利口そうな顔をしておる。ひとたびそう見えると何。normalerweise dämlich oder was。何してるんですか。先輩ダメですって。通報者の前ですよ。そんなこと言ってクレームが入ったらどうするんです。どうやってホローに迷い込んだのかはさておき。 Ich dachte, das ist die Stimme von Baylor aus Honkai Star, dieses kleine Drachenmädchen. Das Gesicht. Wer ist die Connor von wie heißt er nochmal, Detroit Human? Das ist auch so ein Roboter, der hat immer irgendwie, der hat auch immer irgendwie Sachen im Mund genommen, um irgendwie zu scannen, irgendwie, keine Ahnung, der hat irgendwie einen Scanner in seine Zunge. Er hat irgendwie, weiß nicht, Blut genommen, hat da irgendwie daran geleckt, irgendwie, um herauszufinden, wen hat gehört, oder? Mein Gott, ist ja groß. Vergleich zu ihr. さすが我が局捜査課切っての
Der Typ ist ja sowas von böse. Er hat schon völlig bösewicht Stimme. Oh, ich mag sie mit den grünen Haaren. Ist voll chill. Oh, ich habe mir was zu trinken eben packen sollen, ne? So war mir drin. そんな時期に捕虜でしょうたい不明の怪物だなどと私の表に、いやいや市民たちを不安にさせてしまうだろう。よって警察に治安局から情報を発表するわけにはいかん。まずは事の次第を精査せんとな。ご安心ください。収集した証拠はハンドに引き渡し、専門的な分析にかけてもらうよう申請しました。結果はすぐ出るかと。何で？ 証拠をハンドに引き渡す。君たちのやり方は間違っていない。しかしだ、以降の証拠の収集は鑑識課の者たちに任せよう。君たち二人は私が常に全幅の信頼を置いてきた部下だ。これから君たちには非常に重要な任務を任せた。 Studio werden die Aufnahmen der Untersuchung bis zum Ende abgespielt. Findest du irgendwelche Informationen dazu? Fairy. Ich frage mich, wie man sich als Synchronsprecher fühlt, wenn man irgendwie sagen muss, okay, deine Rolle ist, einen emotionslosen Roboterstimme zu sprechen. Da kommt mir irgendwie komisch rüber. So. その際、長官は今回のイベントを担当する治安官とメディアの取材に応じ、市民が最近関心を持っている質問に答える予定。ブリンガー長官が直接会場に行って、だけじゃなくて、メディアもたくさん来るんだね。お兄ちゃん、シュエンさんとジーンも一緒にインタビューを受けるんだって。治安官にとってきっとすごく誇らしいことだよね。 お兄ちゃん、この安全講習ってやつどう思う？ああ、決まらない。しばらく大きな予定もないし、シュエンさんたちにはもう二度も助けてもらった。彼女たちの仕事を応援しに行くのはどうだろう？よし。それは一回もしないまいね。後でシュエンさんたちが六分街に来るとき、私たちもイベントに参加したいって言いに行こう。ああ、ざっくりにしますよ、タイトルしらん。ich habe nichts mehr zu erledigen。 Die Umfrage der Sicherheitsbehörde erfordert nicht nur Namen, Adresse der Teilnehmer, sondern auch die Beantwortung einiger Sicherheitsfragen. Wenn dich interessiert, bist, helfe ich dir beim Ausfüllen weiß. Danke, das ist lieb von dir. Oh, hier steht auch, dass die Bürger, die bei der Aktion mitmachen, am Tag der Tagung mit der Nummer ihres Fragebogens an einer Preisverlosung teilnehmen. Es geht um Videokassetten. Deine Worte haben mich wachgerüttelt. Bericht über die schwere Verkürzung von den New Rido. Der Arm der Gesetz reicht weiter. Bitte bleibt sauber. Höhensicherheit ist keine Nebensache. Damit ich nicht wirklich scharf auf. Ich hatte mich schon gedacht, dass sich die Sicherheitsbehörde zu viel bestellt hat. Deshalb sind die Geschenke, sind das Geschenke für die Aktion. Also gut, ich werde den Fragebogen auswählen. Es ist spät, weiß. Wir sollten langsam ausruhen. Ich gehe nach oben. Bis morgen. Ruhig eine Nacht geschlafen. In den nächsten Tagen verbringst du damit die Regale aufzuräumen und den Kunden Filme zu empfehlen. Und dann
Weiß, fragst du etwa nach Sojan und Jinji? Was war ein Zufall? Ich wollte gerade mit ihr über sie sprechen. Pei hat mir erzählt, dass Sojan und Jinji seit gestern meine Aktion gesehen hat. Die Erfahrungen, die sie mir gegeben haben, habe ich bereits ausgeführt. Und falls du Zeit hast, können wir zu ihnen gehen. Alles klar, los geht's. Gut, Pei gesagt, dass könnt ihr mir sagen, ich kann die Namen, ich tue die wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit falsch aussprechen. Jetzt wirkt mich nicht die ganze Zeit hier auszusprechen. So. Ich ja noch weiter. Ich weiß übrigens nicht, was hier der Unterschied ist, wenn man hier irgendwie verschiedene Leute reinpackt. Ne? Ich weiß nicht, was das bringt, hier irgendwie verschiedene Leute reinzubringen. So, kriege ich jetzt mehr Geld, weil ich jetzt mehr Kassetten habe. Ist eigentlich. Man tut eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie mehr Geld kriegt. Ich weiß, dass wenn man zweimal den gleichen irgendwo reinpackt, dass man dann zwei Punkte kriegt. Also wenn ich zweimal Dokumentation irgendwie reinpacke, dann kriege ich da unten zwei. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Dann fülle ich ja einen von den Dingern nicht aus, ne? Kriege ich dann nicht weniger Geld? So, Metrostation. So, ich soll mit dem Weisen in der Mülltonne reden? Okay. Okay, bei dem muss man immer seine Gedenkmünzen abgeben. Den da. So, ey, da seid ihr ja schon. ヤヌスク治安局は市民の皆さんに防犯知識を身につけてもらう目的で治安パトロール強化月間というイベントを展開します。もうすぐレミナ文書で専門的な安全講習を開きますので、時間があればぜひご参加ください。治安局が市民向けに行うイベントですか。懐かしいですね。実は私も何年か前に参加したことがあるのです。私は ご来場の皆様に引き立てのコーヒーを無償で提供したものです。当時の光景はさながらコーヒーの試飲会といった様相でした。決してお高い豆ではありませんでしたが、ですが惜しいかな、現在の治安局は至るところに芳香剤の香りが漂うようになり、コーヒーを味わいながら気兼ねなくお話のできるような場所ではなくなってしまいました。 それはどういう意味でしょうか。時が経つにつれ、美酒などはますます芳醇になるものですが、かえって悪くなってしまうものもあるのです。コーヒー豆の話ですよ。ですので私は店のコーヒー豆のマスター天使ビバーカクタ。彼らをよく引いてやらねば。 Da kannst du auch eine Fraktion machen, ja, die ganzen Shopkeeper von der Sixth Street. Kannst du auch eine Fraktion draus machen. Nimmst du Master Shop. Genau ihn. Nimmst du alle diese Charaktere, machst du aus den spielbaren Charakter. Ja. Urawakai Ojo-san 2人 に sasuwarecha. Tozen sanka shinaite wa nai nda kedo na. Sono hi wa chodo ore no ichiban ue no oba-san no. Der Cousin des Sohnes des Großvaters meiner Tante zweiten Grades. Na klar. Naruhodo. Sore de wa sono Oba-sama ni go kekkon omedetou to otsutae kudasare. Ah, sou da. Mou sugu kuruma o tori ni kuru kyaku ga iru ndatta. Kyū ni omoidashita ze. Touyu wake de ここいらで失礼するよ。シュエさん、ジンイ、おはよう。アキラ君、リンちゃん、あなたたちでしたか。おはようございます。シュエさん、ジンイ、おはよう。シュエさん、ジンイ、おはよう。ジュエ、あ、いや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 
Ich hoffe, sie ist ein 4-Sterne-Charakter. Obwohl, wenn sie der Senpai von der anderen ist, dann ist sie bestimmt auch ein 5-Sterne-Charakter, ne? Ah. Können wir irgendwie helfen? Aber die müssen ja einige 4-Sterne-Charaktere ausbringen, ne? Sonst kannst du ja einige Fraktionen gar nicht hier ausbauen. Das ist irgendwie faszinierend. Dann weißt du, da musst du wenn du einen Charakter hast, mit irgendeiner Fraktion noch gar nicht draußen ist, dann musst du sozusagen diesen Charakter ansammeln. Und dann, wenn du Pech hast, kommen nur noch Event-Charaktere von dieser Fraktion. Das heißt, für diese musst du dann auch pullen. Sonst kriegst du nicht irgendwie den Team-Bonus hier oder so kämpfen. Wir bringen ihm die Umfrage. Ich mag sie. Ich will sie als Charakter. Sie ist mein nächster Zielcharakter. Jetzt gibt es noch keinen. So, jetzt hat es als nächstes zu Asha, Meister Chop und Herrn Spike gehen, um ihnen den Fragebogen zur Sicherheitsbehörde zu geben. Um diese Zeit müssen Asha und Meister Chop in Laden sein, oder? Spike hat seine Adresse angegeben, als er die Mitgliedskarte für unseren Laden beauftragt hat, und ich habe Faye schon gebeten, mir die Adresse zu schicken. So, hey. Ja, werden wir schaffen, ne? Okay. Was sind diese Linien an ihrem Bein? Ich dachte erst, sie hat irgendwie so Roboter. Also so Puppen. Oder hat sie das? Ja, das sind so Linien an ihren. Ist sie ein Roboter? Kommt natürlich wieder gut rüber, wenn ich hier den Körper von Mädel hier abchecke, ne? Ja, ist sie so wie Hertha aus Honkai Star Rail, ne? Hat sie auch. Ist sie eine Marionette oder irgendwie sowas? So, du bist Asha, habe ich mir schon gedacht. Da gab es letztens mal ein Event, da war lustig. Da muss das einfach nur ihr Mehrspiel hier in dieses Schlangen-Minispiel machen, ne? Was wir schon mal gemacht haben. Das ist eigentlich voll chillig gewesen. Hallo Chefs, ihr seid schon lange nicht mehr zusammen in die Spiele gekommen. Wie sieht's aus? Wollt ihr gegeneinander antreten? Nein, Asha, wir sind heute wegen etwas anderem hier. Kann ich diesen Fragebogen mal sehen? Oh, soll in euren Namen aufgrund der Umfrage eine neue Filmkategorie rausgebracht werden? Eigentlich handelt es sich um einen Fragebogen, der von der Sicherheitsbehörde ausgeteilt wurde. Oh, ihr wollt doch nicht etwa von dieser Sicherheitsbehörde erwischen. Macht jetzt gemeinnützige Arbeit. Habt ihr Raubkopien verkauft oder illegal Kopierdienste angeboten? Das nennst du Vertrauen. Hey, war nur ein Scherz. Es geht einfach zu viele Bewohner mit Geheimnissen auf das Six Feet und eure Aura strahlt auch ein bisschen Geheimniskräberei aus. Ich wäre wahrscheinlich nicht überrascht, wenn ich eines Tages erfahre, dass ihr die meistgesuchtesten Kriminellen der Sicherheitsbehörde seid. Fast richtig gerade. Du hast jetzt Asha vom Fragebogen der Sicherheitsbehörde. Ich verstehe, ihr habt nur einen Sicherheitsoffizier, den ihr kennt, eingefallen getan. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Als ich letztens zum Lumina-Platz gegangen bin, habe ich den Aufklärungsstand der Sicherheitsbehörde gedeckt und habe gehört, dass zahlreiche Medien in der Stadt zum Vortrag gekommen sind, nur um über ihn zu berichten. Die Sicherheitsbehörde scheint dieses Netzwerk Action sehr ernst zu nehmen. Vielleicht gibt es da etwas Wissenswertes zu erfahren. Networking-Aktion. Für uns gewöhnlichen Bürger ist das vielleicht das, aber für manche Leute hat es vielleicht eine ganz andere Bedeutung. Manche Leute. Ich rede nur mit mir selbst. Jedenfalls danke ich euch, dass ihr mir den Fragebogen gemacht habt. Leider hatte ich in diesem Nachmittag keine Zeit, daher geht ihn bitte auf dem Weg an die Sicherheitsoffiziere weiter. Okay. Was? Zufriedener Kunde. Hoch, ist Meister Chop nicht im Laden? Sucht er den Chef. Er meint gerade, dass einige Zutaten angekommen sind und er sie abholen geht. Er kommt gleich zurück. Wenn das so ist, dann kommen wir ein paar Minuten noch mal. Okay. So, wer noch? Wo ist das Ding? Da ist das.
So, hier. Wer ist denn hier? Hier müsste ja Spike wohnen. Klingt einfach. Klingel einfach. Ding. Dieser Verkäufer, das nimmt kein Ende. Wie oft habe ich denn schon gesagt? Ich habe keine Zähne mehr. Ich brauche keine elektrische Zahnbürste. Warte, wir sind doch... Was? Ihr seid jemand anders? Ich habe keine neue Haare mehr. Ich habe keine auch Haare mehr und brauche keinen automatischen Lockenstar. Hier sind schon so viele Grammatikfehler in der deutschen Version. Spike, wir sind die Chefs von Random Play. Oh, von der Videothek. Ein Moment. Kurz auf wird die Tür endlich geöffnet. Oh je, sogar beide Chefs kommen unerwartet vorbei. Wie viele Videos habe ich dieses Mal ausgegeben und vergessen zurückzugeben? Entschuldigt, ich bin alt und habe ein schlechtes Gedächtnis. Nein, nein, heute sind wir eigentlich wegen etwas anderem hier. Kann ich diesen Fragebogen mal sehen? Was? Das Gesicht da oben macht einen schlechten neuen Laune. Das scheint der junge Bringer zu sein. Entschuldigt, aber ich kann die Buchstaben nicht richtig erkennen. Könnt ihr jungen Leute es mir vorlesen? Du erzählst ja an Spike von der Aufklärungsaktion der Sicherheitsbehörde. Das hört sich für die Sicherheit der Stadt und der Bürger unerwartet gut an. Wenn ihr den Bürger denken, wenn ihr an die Bürger denken würdet, dann würdet ihr nicht mit aller Kraft versuchen, Proxys zu fangen, denn am Ende profitiert nur Tops davon. Vielen Dank, dass ihr beiden den Fragebogen extra vorbeigebracht habt. Wie ihr sehen könnt, sind meine Beine nicht mehr so gut und ich möchte nicht bis zum Lumina Platz gehen. Sagt das so dem Sicherheitsoffizier. Sobald er schon den Mund öffnete, spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Tatsächlich weigerte sich auch Spike. Die beiden hätten offensichtlich etwas zu verbergen. Bleibt nur noch Meister Shop. Ich weiß nicht, ob Meister Shop schon zurück ist. Gehen wir rüber und sehen nach. Okay. So, warum ist da aber Erfolge? Ah. Jetzt haben wir 30 Videokassetten. Cool. So, Meister Chop. Zui. Ich muss mir echt einen neuen Namen suchen. Oh, Akira ni Rin. Yoku kita na. Kak kara kiita zo. So, wer ist Meister Chop Junior? Ich glaube, du hast etwas zu erklären, ja. Der Meister also schon Bescheid. この店を開いてると何かと事情通になるんだよ。とにかく、その日は用事があんだ。参加できねえと治安官さんに伝えてくんだ。めっぱし、スプレイ。やっぱり実はチョップ大将も参加してくんないだろうなってうっすら感じてたんだ。さっき主演さんたちに大見え切っちゃったんだけどな。なんで俺もっつうの。 お前さんたち他の連中にも。ああ、それはbeschäftigt。そうなの。アシャさんでしょ。スパイコージさんに、今朝はマスターティンとエンゾおじさんにも断られたって。Ist da etwas im Busch? Böses? みんなそろって口裏を合わせているのかい。そんなにまか不思議なことでもねえよ。昔からの六分街の住人に Sagt einfach, ihr wollt nicht. Anscheinend uns anzulügen. Ihr lügenden Lügner. Bringer. Ich sag doch, der ist Bösewicht, ne? Der ist ein Bösewicht. フォローを征服した英雄がいたって話よ。ないん。それは聞いたことがないな。しかしも全然フォリーズーパープロクシーズ。ブリンガーの野郎をそう呼んでたんだよ。旧と陥落前、ブリンガーの野郎はちょうど俺の住んでたとこで文書の副所長をやってた。現場からの叩き上げだったせいか、副所長になっても現場主義のままでな。 住人たちとの距離も近かったし、そりゃ好かれてたのよ。ある救援活動の途中、あいつがフォローの中で行方不明になった時は、
Das klingt ehrlich gesagt ziemlich geil. ホローを征服した英雄になったブリンガーの野郎はほどなくして、ヤヌスクの治安総局に栄転。ここ数年も出世街道まっしぐらよ。なんだか励みになる話だね。これだけならな。ホローを征服した英雄はホローの中にガッツを置いてきちまった。今じゃもっぱらそう言われる始末だ。ブリンガーは未だに禁言実直を公言しちゃいるが、俺たちみたいな古株に言わせりゃカメラの前でそう言ってポーズを取ってるだけさ。それにここ数年、あの野郎は明らかにトップスにすりよってやがら。あいつが治安局で進めてるとかいう取り組みのほとんどあ、それライト発信で今レインフィー、レインフィー、シュワシャが終わりです。あいつは今ヤヌスクの次期総監を見据える場所に。 あいつは今ヤヌスクの次期総監を見据える場所に。この時期にやるイベントだ。てめえの顔をチラシにするだ。トゥーダ、トゥーバー、フィールドイッチ、ゲマクタンシャイト。ロイト、ザンジャー、ファザー、デヴィル、ミス、ン、ロー、フ。エヴィル、ソ、エヴィル、ウォル、フィシ、セイプス、ウェアム。ブリンガー、長官にとって、この機会は選挙。あ、オレ、ザ、ミスター、セイトン、ヤ。ということか。そう。 Dann geht doch einfach alle dahin, um den anzubuchen. Ist mir doch egal. Ich habe meinen Freunden gesagt, ich tue für die die Dinger hier verteilen. Soll ich jetzt mit leeren Händen zurückgehen? Das ist auch super peinlich. So. Ups, falsch. Falsches Spiel. R1 tut man rennen mit bei Honkai Star Rail. So. Ich habe mit ihr geredet. Trotzdem Material. Ich wollte schon sagen, meine Aufnahme ist wieder gestottert. ことここに至っては白湯でも飲んで一息つくしかあるまい。先輩はお気楽に言いますけどね、講習を行う会場の収容人数は300人ですよ。このままだと 当日は半分だって埋まりません。ムリンガー長官がイベントにこの場所を選んだのも、近隣住民が多く参加者を集めやすいと踏んだゆえであることは致命。それがどういう巡り合わせか。ここの住民の多くは長官の以前の管轄から越してきた者たちばかり。あやつに対する苦情は少なくない。はあ、 どんな面倒な任務もため息一つつかない主が、今日に限って何故かように落ち込んでおるのか。さっきまで首をかしげておったが、忘れるところであったわ。ブリンガー長官は主の恩人であったな。任務を果たせぬこともそうだが、長官が非難されるのを見るのも主にとっては Ich habe mal ihre Synchronsprecher gegoogelt, aber da war nichts Besonderes. Final Fantasy 7 Intermission, aber in Japanisch. Da kenne ich ja nicht die japanische Synchro. Ich dachte, ihre Stimme kommt mir bekannt vor, aber nee. Saint Martin? 確かに長官はトップスと親交がありますが、それは治安局の設備の多くが、ラスピラーナ、スンギラッチ、ラスピラーナ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 
本来祀るべきではない御霊を祀るのはただのご機嫌取りであるということ。また身を呈するべき時に手をこまねいているのはすなわち臆病であるということよ。我らは治安官として何をすべきで、そして何をすべきではないのか、それを知ることが最も肝要。ブリンガー長官のなすことには人によって異なる解釈があろうが、彼自身にやましいことがあるかどうかは己のみぞ知るところであろう。その心にやましいところがなければ一時の誤解はやがて無償しよう。そうですね、先輩。誰か来たようです。Ich bin's. ごめん、話の途中だったから。大丈夫です、雑談していただけですから。どうでした、例の住民たちは見つけた。 Ja, was das angeht, wir haben alle Umfang abgegeben, aber 渡してきたんだけど、その日はみんな用事があるみたいなんだ。すまない、役に立てなくて。大丈夫です、彼らに取り継いでくれただけでも十分感謝しています。六分外ではこれ以上アンケートを取れそうにありません。今日のところは私と先輩は局に戻りますね。ちょっと待った、治安官のジョーちゃんたち。ああそうね、よかった、まだ行ってなかったか。でで、Ist etwas passiert? Chop, 大将。どうしたんだい？そんなに息が上がるくらい走ってきて。いや、なんつうか、簡単には説明できねえんだが。とにかく、あっちで事件だ。今はまだ睨み合いって。Weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben. 早く来てくれ。事件発生ですね。先輩、行きましょう。お、おお、じゃあ。Aber die Musik klingt gerade sehr ernst. Eine große Krise auf der Sixth Street. Okay. Wer geht zum Tatort? Wo ist denn der Tatort? Ob ich da die ganze Zeit hier vorbeilaufen kann? Ja, ne. Na komm, gehen wir auch noch dahin. Ja, oder ein Bällchen. Machen wir ja mal weiter. Weiß ihr beiden seid auch da. Der Vorfall hat sich direkt vor meiner Nase abgespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass sich nur einen Moment später so viele Menschen dort versammeln würden. Was ist denn mit dem Lastwagen? Der Vorfall steht mit dem Lastwagen von der Pegasus Logistics in Verbindung, aber genau in Einzelheit weiß ich auch nicht. Ihr beiden seht euch das besser selbst an. Zuerst vom Weiten beobachten. Irgendwo nicht allzu weit entfernt. そいつらに判断させよう。犯人も何を盗もうとしたのかも明らかなんだ。どんな言い逃れができるか見せてもらおうじゃねえか。運転手さん、それは俺らのマスター天ない。ディッシュ。とてもさ、ミッキーマウス。ハンチューナイナー、ウバハオネ。皆さん、落ち着いてください。私たちは治安官です。ここで何があったんですか？しかもね、イソカイ。治安官さん、話はこうだ。俺はゲール、天満エクスプレスの運転手で、この近くに配達に来たんだ。さっき荷物を届けて、次の届け先に電話してたら、突然トラックのあたりからドンという音が聞こえたんだ。慌くって車のそばまで行ったら、コンテナに積んであったアヒルがあちこち逃げ出してるじゃねえか。What？ 車のそばには慌てふためくボンプが一匹。そいつのことさ。Kleingeld。お兄ちゃん、あれって雑貨店ワンフォーワンのお釣りじゃない？あ、カナフォンデンドライン、や。今回の件ははっきりしてるぜ。俺がトラックの。ちょっと長年使えなかった。周りにいたのはそいつだけだ。そいつが俺のコンテナを開けたに違いねえ。車に積んであったアヒルたちは農場で専用に育てられた新種だ。一二話でもいなくなってみろ。俺の1ヶ月分の給料でだって弁償できねえんだぞ。運転手さん、あなたの証言は記録しました。そこのボンプ君、この件について何か言いたいことはありますか？クライングッド。
にドアが開いたってのか。お前がコンテナを開けた後、うっかりしてアヒルを逃がしたんだろ。運転手さん、あなたのお釣りに対する態度はあまりにも良くないものがありません。フレーズ隣人としてマヒニスティッシュ。Genau wie der Vegas. 私は日頃からこの子をよく知っています。Er hat auch was gegen Maschinen, ich weiß es. 常識に外れたことをする子ではありません。じゃあ教えてくれ。俺のコンテナには間違いなく鍵がかかってた。なんだって勝手に開いたんだ。治安官さん、このところ都市やポンプの犯罪は少なくねえ。そいつがやった証拠を見つけて、俺の損失を弁償させてくれ。治安官さん、このままではお釣りは名誉だけでなく仕事まで失ってしまうでしょう。必ずや事件の真相を究明し、お釣りの無実を証明してください。Irgendwo nicht weit weg von der Menge. Ist da echt nur natürlich irgendwie. Habe ich schon gefragt. Wobei. Wir standen nur direkt davor. Vor allem ist es so irgendwo 5000 Meilen entfernt. Kleingeld ist bestimmt nicht schuldig. Ja, sind nicht. Da sind die Verkäufer nicht voll dämlich. Sollen wir uns echt darin einmischen? Ja, aber ob die den Fall gelöst haben, das werden wir beim anderen Mal ja herausfinden. Ich frage mich echt, ob ich irgendwie Zeugs machen kann jetzt. Nein, ich kann nicht die Zeit vorspulen, war ja wieder klar. Nicht, dass ich das brauche. Ich glaube, ich für alle Quests und so erledigt, ne? So, und das ist jetzt gar nicht mehr hier. Ich kann trotzdem einkaufen, ne? Hallo? Habt ihr nichts dazu zu sagen? Egal. So, ich würde sagen, wir beenden den Part hier mit einigen Gachas, weil ich habe wieder ein paar Sachen angehäuft. Spell hier drinne. Was soll ich mal in mein Zimmer versuchen zu gatschern, ne? Mal so einen Ort zu suchen, irgendwie, wo die Chance am höchsten ist. Ich weiß, das existiert nicht wirklich, aber so macht man das halt nochmal in Gatschern, ne? Man sucht sich einen guten Ort aus, um zu gatschern, und dann gatschert man, ne? Ich gehe mal hier hin. Bei meinem Bett. So. Was wir auch machen sollten, ist vielleicht, wir sollten mal hier, nämlich, weil die Gatschern von ihr ist in ein Tag, weniger als ein Tag vorbei, und wir haben noch immer nicht ihre. Wir werden ja sowieso nicht für sie pullen, wahrscheinlich, ne? Ja, man merkt, ich sag wahrscheinlich. Deswegen sollten wir uns mal sie anschauen und den Probelauf von ihr machen, ne? Weil in einem Tag läuft das ab. Deswegen sollten wir uns sie mal anschauen, ne? Was sie so drauf hat. Zeig mal. So, ich weiß, sie hat eine Knarre, ne? Hat er ausweichen gedrückt oder drücke es doppelt, um in den Zustand Surfen einzureden und schnell zu sprinten. Meinen schnellen Schnitt angefangen, Sven. Ich meine, da brauche ich mir gar nicht merken, ne? Boah. Ist gar kein Fernangriff. Ich dachte, sie hatten. Er soll ein Lanz sein. Okay. Ja, da muss man nicht sagen, erstmal. Zack. Ziel erreicht. Sie hat irgendwie so einen Balken da. Ein Blitzleister, den Blitzeis-Effekt. Sobald Blitzer da gewesen, verbraucht ihr einen Basisangriff. Alles klar. Ah, okay. Ja, sie kann ihre Waffe, also sie kann ihre Waffe auch weisen. Okay. Ja, um den Stärkenspezialangriff. Na, sie hat mit dem ihren Schwanz. Oh. Ja,
Hier ist irgendwie dieses, the second coming of Seele von Honkai Star Rail. Sie war auch so ein Damage Dealer, irgendwie da super stark war. Der erste Event Charakter. So, dann zeig mal. Ja, vom Charakter her ist sie schon irgendwie interessant, ne? Muss ja ganz ehrlich sagen. So, sie geht direkt. Konzert eigentlich irgendwas, weil ich hatte die ganze Zeit aktuell. Zack. Hat sie gerade ihn getreten? Schon wieder getreten. Okay, komm. Also die dritte Lanze. Nein, ich will nicht. Ich werde den ja machen. Zack. Shark Tornado. Sharknado. So, jetzt haben wir sie mal gespielt. Ne, jetzt gehen wir Belohnungen. Cool. So, weil ich hatte irgendwie Angst, das zu vergessen. So, jetzt haben wir alle Charaktere, ne? Mal benutzt, die anderen habe ich schon mal irgendwie benutzt, weil wir hatten ja schon, ne? So, das können wir immer noch nicht machen. Müssen wir noch weiter machen. Das hier habe ich schon alles gemacht, da habe ich alle möglichen Belohnungen bekommen. Da muss einfach nur in die Spielhalle gehen. Das hier müssen wir uns auch mal anschauen, aber das ist noch. Ich nehme mal, das ist irgendwie so ein Trailer. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Trailer, den man sich anschauen kann, ne? Weil steht jetzt anschauen. Offiziellen Verrichtungen und halte Polygon, aber da haben wir noch 21 Tage. Also irgendwie bestimmt merkwürdig, dass wir uns das später anschauen, ne? Nachdem wir wahrscheinlich fertig sind mit allen, aber was soll's, ne? Ah, was ist hier noch? Folge. Hm. Oh. 20 mal Eisschaden, alles klar. Gut, dann gehen wir mal in mein Zimmerchen, ne? Dann machen wir mal Folgendes. Wir gehen hier rein. Wir spielen ein bisschen Gacha, aber ich habe wieder ein paar Punkte angesammelt, ne? So, wir haben 25 von denen hier. Ich glaube, wir spielen sogar die 25 Dinger, ne? Wir doch bald sehen, warum, ne? Aber erst einmal gehen wir die Sachen hier durch, ne? 28 Signal suchen, ne? Wir haben vielleicht eine gute Chance, das Ding zu bekommen. Also gucken wir mal, ne? Gehen wir erstmal das hier ausgeben. So. Ich benutze eigentlich gar nicht die Dinger, ne? Ja. So, ich habe mal gedrückt halten kann man. Ich glaube, ich habe schon alle blauen Dinger. Von daher ist das nicht mehr so interessant. Die kann man eigentlich nur recyceln am Ende. So, habe ich die nicht schon voll komplett? Ich bin mal gespannt, was da passiert. Dann kriegen wir wahrscheinlich Punkte zurück, ne? So. Ich weiß nicht, wenn ich das finde. Ich finde das irgendwie unspektakulär, diese Gacha. Dann gucken wir mal. Lucky. Hat er gerade gesagt. Okay, haben wir einen früher sogar bekommen wieder. Auch nicht schlecht. Papierbuch. So, dann müssen wir wieder einen anderen aussuchen, ne? Sumobu. So, mein Gott, wie viel habe ich noch bekommen? So, 1 Million. Ich glaube, das Ding ist irgendwie gut für. Ich habe nämlich herausgefunden, jeder Hase ist irgendwie abgestimmt auf eine bestimmte Fraktion. Ja, warum will ich nicht so viel Glück bei den so, da den anderen habe ich schon, jetzt habe ich 15 Dinger zurückbekommen.
Ah, nee, jetzt muss ich wieder hier einen anderen aussuchen, ne? Wie mache ich das? Da. Wo ist der für die hier, ne? Da ist der für die. Der ist für die. Ich will die Effekte. Da genau. Bellowok Heavy Industries. Oh, guck mal hier, sieht man sogar, für wen das ist. So, tun wir hier für jeden Charakter. Da, tun sich sogar die Hüllen von denen hier ändern? Ja, ich hole mir den hier für den. Für den. Weil von denen habe ich 3 Charaktere. So, wir haben viel Glück gehabt in der Gacha. Guck mal, ob wir so viel Glück auch hier haben. Ne? So, hier ist wieder am wichtigsten. Ne? So. Na gut, guck mal, was hier abläuft. Wir 70 suchen, oder wird nichts. Na, guck mal. So, am besten. Es fehlen uns noch 2 4 Sterne Charaktere. Deswegen. Okay, oh, 3 Sachen. Alles klar. So. Das schon wieder das Ding. Er ist nicht wieder hier, Billy. Ich will die beiden Charaktere, die mir noch fehlen. Nicole. Boah. Komm schon. Ich meine, Nicole benutze ich, von daher, mein Gott. Aber trotzdem, ich will die letzten beiden Charaktere noch haben. Na komm. Na komm. Nein, schon wieder. Ich habe schon wieder 2-mal den gleichen. Nein, der eine ist der andere gewesen. Ah. So. Na, Nicole. Wie geht's, wie steht? So. Wir haben irgendwie gar nicht gekämpft heute, merke ich gerade. Lade geht. Stell Nicole beim Auslesen des Mars-Effekts bringen wir Energie. Klar, warum nicht? Boom. Cool. Alles klar. Ich will einige von den Dingern hochladen. Hochleveln meine ich. Ich würde sagen, wir verbrauchen unsere 20 Dinger auch noch, ne? Ich habe einen ganz großen Plan dafür. Werde auch bald sehen, warum. Ich bezweifle, dass wir sie kriegen werden. Im schlimmsten Fall kriegen wir hoffentlich Sukaku ein paar Mal. Aber tun wir hier mal ein paar Sachen ansammeln. Ach ja, warte mal. Der Grund, warum ich das überhaupt spielen will, ist, weil... wo macht man das nochmal hier, ne? Ankündigung. Weil da wurde schon irgendwie gezeigt wieder, was die nächste Gacha ist, ne? Und das hat mich irgendwie ein bisschen enttäuscht. So, sie ist der nächste Charakter in der nächsten Gacha. Ich will sie nicht haben, ne? Und ja, auch nachdem ich sie jetzt getroffen habe, ist jetzt mein Interesse auch nicht gestiegen. So, sie kommt natürlich hier mit ihrer Waffen-Gacha, ne? So wie Ellen. Und da unten sieht man, wer noch alles dazu kommt, ne? So wie Arang-Agenten Nicole und Ben, ne? Also Nicole und Ben kommen dann hier in den 4-Sterne-Gacha. Also die Charaktere, die 4-Sterne-Charaktere, die eine höhere Rate haben. Also meine Hoffnung war, dass vielleicht die beiden Charaktere oder einer von den beiden Charakteren, die mir noch fehlen, in der nächsten 4-Sterne, in der nächsten Gacha drin sein könnte, ne? Deswegen habe ich noch extra gespart, so in der Hoffnung, so, vielleicht kommen die beiden in der nächsten Gacha rein. Und deswegen habe ich nur so angespart. Aber nee, in der nächsten Gacha sind Nicole und Ben, also ja, ist genauso. Schon wieder 2 Charaktere, die ich habe, deswegen bringt da diese Gacha auch nichts für mich. Das heißt, in der werde ich gar nichts ausgeben. So. Und wenn ich dann schon versuche, hier zu pullen, ein bisschen, dann versuche ich für sie zu pullen. Also ich hätte lieber sie als die andere Kollegin, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich tue jetzt nur so lange spielen, bis wir unsere 20 Kassetten hier, unsere 25 verballert haben, also unsere 20. Und am Ende des Tages wird es da trotzdem lohnen, so oder so. Wir werden auch gleich sehen, warum, ne? So. Es heißt ja nicht, dass ich nur Sokako und Anton bekomme, ne? Ich kann ja auch immer noch die anderen Charaktere bekommen. Die beiden haben nur eine erhöhte Rate, ne? Mit vielleicht etwas Glück kriegen wir sie, ne? Aber ne, glaub ich jetzt nicht. Außer ich habe eine Menge Glück. Also ja, gehen wir da rein. Tun wir unsere 20 Kassetten hier verballern. Okay, 2 A-Dinger, alles klar. Vielleicht gehen wir auch irgendwie neue Waffen hier, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich habe schon alle 4 3 Sterne Dinger. So, da ist Sokako. Alles klar.
Blip. Lass mich raten, Anton. Und da wieder dieser Stern, ich Dingens, nicht auf voll aufbekomme. Ja. Ja, dann brauche ich eigentlich nur überspringen. Jetzt kriegen wir nur noch 3 Sterne. Ja. Okay, da war ein bisschen voraus. Schaubar, ne? Aber egal. Wir sind Sokako und Anton. So, dann gehen wir hier rein. Stellt Anton beim Treffen von Gegner mit dem Bohrangriff zusätzliche Energie wieder, ja. Das war einfach mehr Energie. Und Sokako haben wir dann schon auf Level 3, ne? Aber am meisten schon. So, oh ja, das ist gut. Fähigkeitsstufen. Also alle ihre Fähigkeiten werden um 2 erhöht. Das ist richtig cool. So, jetzt haben wir ja ganz Bild. Was ist denn dann? Wie geht's denn dann weiter? Und jetzt schon ihr ganz Bild irgendwie. Kriegt er dann komplett Farbe irgendwie? So, ah, guck mal hier, Level 8. 8 befehlen. Oh, da ist viel besser gemacht. So. Das verwirrt mich immer voll in Genshin und Honkai Star Rail. So. Und ich kann sie sogar noch weiter hochleveln, ne? Warte mal, um 2 erhöht, 7, ja, auf 9 müsste dann das Maximum sein. Das heißt, alle ihre Sachen sind jetzt sozusagen stärker geworden, weil ihre Fähigkeiten alle einmal hochgelevelt worden sind. So, dann gehen wir noch einmal in der Signalsuche. Und dann war's das für heute. Einer. Wieder 2 A, alles klar. Aber mein Daumen voll gedrückt. So. Wie heißt Sokako und Anton? Lass mal schauen. So. Also, hey. Weine Gemini. Oh, den haben wir noch nicht. Wir wollten mir sagen, ich krieg nicht zu Kake noch mal. Anton! Alles klar. Okay, weinende Gemini. Für wen ist das denn? Die kann man sich auch, glaube ich, herstellen, da in diesen Einladen. Für sie bräuchte ich noch hier. Für sie bräuchte ich noch ihre eigene, ihren einzigartigen Waffe. Ich weiß, wie die heißt. Sie heißt irgendwie Hausmädchen oder Haushälterin. So, vielleicht Anton, wenn er durch den Versteckenspitzangriff in der Explosionsmutation ein Schild in Höhe von. Oh, ja, wird dieser Schild beim Eintritt in den Kampf oder in einem Feld aktualisiert? Okay, ausgezeichnet. So, alles klar. Irgendwas wollte ich noch machen, ich weiß noch nicht, was. Was war mein Ding sein? Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden ist, den wir haben. Können bei Anomalie-Figuren ausgelöst. Ich habe keine Anomalie-Figuren. Nee, Gemini. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich für niemanden. Oder noch niemanden. Aber ich weiß, Dings hat hier eins. Wie macht man das hier, ne? Ne, nicht hier im Shop. Weil da kann man sich irgendwie für 1 Euro kann man sich hier irgendwie einen von diesen Dingern hier aus und eins davon ist Hausmädchen. Ne, habe ich mal geguckt. Da. Teils ansehen. Hier. Füllhorn, Demantopede, der Replikant, Sternlicht, Engine oder Haushälter. Haushälter. Und da ist Corins persönliche Waffe, glaube ich. Ne? Das ist die unten rechts, glaube ich. Ne, oben rechts. Das ist so eine Kettensäge, das habe ich schon gesehen. Ich kann 1 Euro dafür ausgeben, dann hätte ich die aber. Ne. Lass mal dann. So, jetzt ein kleiner Plot-Twist, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich habe 160 von diesen Dingern, ne? Und diese kann man eintauschen für Kassetten, ne? Was normalerweise eigentlich die klügste Wahl ist, aber hier gibt es noch einen Charakter. Hier gibt es auch Charaktere, die man sich holen kann für 140 Dinger. Und ob es läuft oder nicht, ich bin bereit, 140 von ihnen auszugeben. Und zwar für sie. Das ist Diana de Montefio. Ausgezeichnet. So, jetzt wird uns noch ein Charakter. Oh. Oh, ich finde sie voll hübsch. Hast du das Gefühl?
Ich habe so das Gefühl, sie ist irgendwie die Zielgruppe für einen ganz bestimmten Fetisch. Ich weiß nur nicht wieso. Welchen? So, Luciana de Montefio, Söhne von Kalidon, die haben wir noch gar nicht getroffen. So. Schön. Ha. Also ich, sie wollte ich unbedingt haben von allen Leuten. So, jetzt fehlt nur noch sie hier. Sie ist auch ein 4-Sterne-Charakter, ne? Ja. Und sie, ja. Dann bin ich wunschlos glücklich. Ehrlich gesagt, für eine lange Zeit. Bis irgendwann neue Charaktere rauskommen. So, ich habe eine Stunde, 15 Minuten gespielt, habe einen neuen Charakter bekommen. Also warte, wir müssen die ja mal ausprobieren. So. Habe ich wieder einen Charakter hier zum Hochleveln ausgezeichnet. So, und dann gucken wir mal. Ich habe da letztens gesucht, wo das nochmal war. Also ich hier... Irgendeinen Charakter hatte ich doch neu, ne? Zum Ausprobieren. Ja, hier war das mit dem Trainieren nämlich. Irgendeinen Charakter wollte ich ausprobieren. Aber ich habe nicht genau Koleda, glaube ich, ne? Und da habe ich letztens gesucht. Wo ist nochmal dieses Trainingsding, ne? Und da habe ich nicht gefunden. Und jetzt bin ich hier... Ich habe noch gar nicht die Belohnung davon abgeholt. Und ja, da müssen wir mal gucken, was Lucy so drauf hat, ne? So. Ich glaube, sie ist Support, ne? Sie ist auch ein Support-Charakter. Da gucken wir mal, was sie so drauf hat. Ich finde sie nur vom Designer klasse, deswegen wollte ich sie unbedingt haben. So, drücke Spezialangriff, um einen Spezialangriff oder einen versteckten Spezialangriff auszuführen. Lucys Wächterschweinchen schließen sich dann den Kampf an und rufen zwei weitere Wächterschweinchen herbei. Die Wächterschweinchen zuwerfen einen Baseballschläger, Boxhandschuhe oder einen Schleuder und greifen automatisch die Gegner an, durch sie physischen Schaden verursachten. Also ich will erstmal ihre Animationen und so schauen. Ich kann meine eigenen. What? Es ist irgendwie so schwer, irgendwie die Animation der Charaktere anzuschauen in diesem Spiel. Weil die mal direkt irgendjemanden anvisieren. Ja, ich weiß. Ich tue die Schweinchen hier auf die Wache. Das ist ja richtig geil. Oh. Oh, das ist ja noch viel besser als ich gedacht hätte. Ausgezeichnet. So, okay, sie hat keine zusätzlichen. Nicole, bei Nicole habe ich irgendwie auch was Neues herausgefunden, aber das wurde mir noch nie irgendwo erklärt. Dash, dash, komm her. Ich habe einen Baseballschläger. Ich bin der Hauptcharakter von Honkai Star. Die haben auch einen Baseballschläger. Ich fasse es nicht, dass sie mit ihren. Mit ihrem Baseballschläger ihre Schweinchen haut. Warte mal. Komm mal hier hin. Was ist das für... Warte mal, komm mal her. Kann ich euch auch damit auf die Gegner hauen? Nee, schade. Ich sag doch, ein ganz bestimmter Fetisch. Die Schweine haben irgendwie einen Fetisch wahrscheinlich, ne? Geil. Aber oh, ich finde sie klasse. Boah. Ich bin so froh, auch wenn ich dafür 140 Dinger hier verballert habe, ich wahrscheinlich besser gewesen wären für zum Sparen für mehr Dinger hier, für mehr Kassetten. Aber da ich ja sowieso die nächste Gacha auch nicht spielen werde, kann ich noch eine ganze Weile lang sparen. Durch lieber die Charaktere, die ich haben möchte. So. Mal ja. Ja. Aber. Sag mal, ihren Angriff. All the power. Also, sie hat mehr oder weniger einen Nahkampf und einen Fernangriff. Das ist richtig geil. Ich bin echt gespannt, was die Story hier
von ihr ist, als irgendwie so Schweinchen hat irgendwie. Wie sie am. Das ist eine ganz andere Bedeutung von Step on Me. Irgendwie. Das ist nicht Step on Me, das ist. Keine Ahnung, wie nennt man das. Das ist Launch Me. Ja, das prügelt mich. Ah, ausgezeichnet. So. So. Eine Stunde gespielt, direkt neuer Charakter. Ich bin zufrieden. Ich glaube, ich habe gerade einen Links für sie bekommen hier. Ne? So. Nein, da war nicht genug. Ich weiß noch nicht, was ich dir für eine Waffe geben soll. Support. Ah, nein, ich habe keine. Doch, das hier habe ich. Support. Drum mitgehen. Ein, ja, aber das wird wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ja, ich glaube, von ihr habe ich auch schon die Dings gesehen. Ne? Das ist irgendwie so. War ja nicht. Also, das Einzige, was ich habe hier. Ne, das sind die persönlichen von denen. Und ich nehme einen von denen hier. Naja, da habe ich gewartet hier. Schon hochgelabelt sogar das Ding. Also kann er wieder erkennen, von welcher Punkte der Dezibel steht, den Träger, der Brat. Besser als gar nichts. Aber ich finde es klasse, ich finde sie. Ich glaube, bei mir hat sie auch irgendwie was erweckt. Ich bin nur nicht sicher, was. So, cool. Dann. Ausgezeichnet. So, es sind eigentlich noch zwei Charaktere, die mir fehlen. Ne? Sie und sie. Die anderen Charaktere sind jetzt zweitrangig für mich. Aber die Zeit wird kommen. Ne? Wie viel brauche ich noch für, bis ich mir sie aussuchen kann? Ich brauche noch 170. Das wird noch eine lange Zeit dauern. Aber was soll's. Gut, so, jetzt ist der Part schon wieder ein bisschen Überlänge, aber dafür habe ich auch einige Sachen erreicht. Ne? Gut. Dann sage ich, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge wird wahrscheinlich Lucy schon ein bisschen hochgelevelt sein. Vielleicht. Mal schauen, gucken wir mal. Und dann sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie die Offscreen machen kann. Ne? Ich kann mich ja wohl hoffentlich bewegen. Ne? Wenn nicht, dann muss ich morgen nochmal ein Part aufnehmen. Ne? Aber jetzt mache ich nichts mehr. So. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr einen hinterlasst, einen Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich so freuen. Und dann sage ich, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Boah. Sprechen ist schwer.